Ich weiß nicht, wie oft wir auf die Schnauze fallen müssen. Immer wieder auf die Schnauze fallen müssen. In unserem Leben, dass wir endlich verstehen, dass es einen Schöpfer über uns gibt, der alles lenkt, der alles sieht, der alles hört. Das ist nicht von dir abhängig. Du musst dich nur ergeben. Der Islam, Ruhel ist Islam. Der Islam ist pure Ergebung. Hat Allah gesagt, sofort. Nicht nachdenken, warte Bruder, passt das jetzt in meiner Zeit? Ich muss arbeiten, Jumu'ah geht nicht. Hat Allah gesagt, ist das für mich ein Gesetz? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen, befohlen, mach ich es. Es gibt Überlieferungen, da war ein Mann, der hat Steine so geworfen, so. Und ein Sahabi geht vorbei und sagt, was machst du da? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wir sollen das unterlassen, weil das Zeitvertreib ist. Es hat keinen Nutzen für uns. Und ist gegangen. Er kommt nach einer Zeit wieder und er sieht ihn einfach weiterschmeißen. Er sagt, hast du nicht gehört, was ich dir gesagt habe? Ich habe gesagt, der Prophet hat gesagt, du sollst das unterlassen. Und du machst das trotzdem? Wallahi, ich rede nicht mehr mit dir. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb, Abdullah ibn Masud geht und er sieht die Menschen auf einem Kreis sitzen, die machen so Zikr mit Steinen. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, machen nach ihren Ermessen. Abdullah ibn Masud sieht das und schießt das mit seinen Füßen so weg und sagt, die Gewänder des Gesandten hängen noch. Seine Gläser sind noch feucht. Seine Schlappen sind noch staubig und er fängt schon mit etwas an, was der Prophet nicht gemacht hat. Weil irgendwann mal müssen wir das auch verstehen, dass das Leben nicht einfach immer nur Spaß ist. Spaß, Spaß, Spaß. Wie oft, wie lange willst du denn noch Spaß haben? وَمَا خَلَقْتَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ لَاعِبِينَ. Wir haben nicht die sieben Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist, aus Spaß erschaffen. Wie viel Spaß wollen wir denn noch? Leben lang wollen wir nur Spaß, Spaß, Spaß. Und wenn wir dann auf die Straße fallen, ja Allah, warum ich? Hast du dir selber verdient. Wallahi, du hast das verdient. Weil du wusstest, dass das falsch ist. Du hast es trotzdem gemacht. Und jetzt warum ich? Noch mehr haben wir verdient. Noch mehr haben wir verdient. Aber warum erwähne ich das? Wir brauchen Muslime heute, die diese Religion tragen. Die diese Religion beschützen. Die sagen, okay, khalas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Sprich, mein Leben, mein Tod, meine Aufopferung, alles von mir gehört Allah. Haben wir noch solche Muslime heute? Wir hatten Muslime wie Musab ibn Umair. Beide Arme ab. Wir haben beide Arme abgeschnitten, Brüder. Beide Arme abgeschnitten, damit die Shahada nicht auf den Boden fliegt. Es gab Sahaba, die haben sich vor den Propheten geworfen, so dass die Pfeile, er hat seine Arme davor gelegt. Und seine Arme wurden schwer aufgrund der Pfeile und sie fielen runter. Ist auf die Knie gegangen. Da hat ein Pfeil Gesicht des Propheten getroffen. Voller Blut. So hat er sich umgedreht und hat gesehen, wie der Prophet blutet. Ist aufgestanden und hat sein Gesicht vor dem Prophet gelegt und so, dass sein ganzes Gesicht voller Pfeile ist. Haben wir solche Männer noch? Guck mal, wie viele Vorträge wir brauchten, damit jeder von uns sich eine Glatze macht. Oder ich weiß nicht, vielleicht... Brüder, wir brauchten 5, 6, 7, 8 Tage Therapie für Haare. Aber daran seht ihr, und das ist auch kein Tadel an die Brüder, weil wir sind alle gleich. Er vielleicht Haare, ich vielleicht Musik, der andere Kaffee, der andere vielleicht Freundin. Die vielleicht Hijab, der andere vielleicht Zigarette. Und dann wenn wir sagen, ja ich liebe Allah, ja okay, wo ist denn deine Liebe? Zeig mir doch, wo deine Liebe ist. Wo ist die Liebe? Sumeya, die haben sie bis zum Kopf begraben drinnen. Für La ilaha illallah. Ihr Sohn hat zugeguckt, der Sohn, der Vater, der Mann, die haben zugeguckt, wie die Mutter geschlagen wird, getreten wird. Der Prophet geht vorbei und sieht das und sagt, hab Geduld. Für euch gibt es nur das Paradies. Eine Frau, für euch gibt es nur das Paradies. Der hat gelacht. Das Paradies, ja Rasulullah, sollen die noch mehr machen. Egal. Und heute haben wir alles, alles, wir haben wirklich alles, was wir brauchen. Purer Luxus. Wir wollen noch mehr. Was wollen wir denn noch mehr? Wisst ihr, was noch mehr ist als das, was wir haben? Solche Sachen? Diese schönen Autos, schöne Klamotten, schöne Jobs, Urlaube, die wir machen, schöne Schuhe. Wisst ihr, was mehr als das ist heute? Das ist Jahannam. All das, was jetzt mehr ist als das, ist Jahannam für uns Feuer. Weil du bist ab jetzt undankbar gegenüber. Er hat dir alles gegeben, du willst noch mehr. Okay, Jahannam. Weil es gibt ja keine Steigerung mehr. Was für eine Steigerung gibt es für Louis Vuitton, bitte? Welche Steigerung gibt es für Louis Vuitton? Iblis. Ich verstehe das nicht. Bis wohin, bis wann? Abdelhamid weiß, es ist schwer. Ja, was denkst du denn?
Der Prophet hat gelitten, denkst du, du wirst jetzt auf Händen getragen bis zum Tod, nur auf Luft? Nicht passieren. Sahabiyat wurden geschlagen, denkst du jetzt, du wirst mit einer Feder streichen? Wenn wir hier alle zusammensitzen, wir von Deutschland, nur von Deutschland, wir würden alle zusammensitzen, es sind 75 Mann, und wir legen unseren Koran zusammen, was wir auswendig kennen. Von dir, und wir schreiben das auf. Würden wir den Koran zusammenschreiben können? Ja, der unvollständig. Wir würden vielleicht nur bei Juz Amma bleiben. Wir haben Koran verkauft. Wie sollen wir den Koran schützen, wenn, guck mal, bei so vielen Menschen, wenn wir das alles nehmen und aufschreiben, haben wir nicht den ganzen Koran. Und dann sagen wir, ich liebe Allah und liebe seinen Gesandten. Guck mal, ich muss das nicht immer wieder erzählen und machen und tun. Wir wissen alle, was wir machen. Wie ekelhaft wir manchmal sind. Und wenn wir so im Bett liegen oder manchmal Momente haben, denken wir, bäh, ich ekelhafter. Was ist los mit mir? Wieso komme ich nicht klar? Deswegen seid ihr gekommen. Wisst ihr, damit beenden wir. Wisst ihr, die Sahaba wollten Jannah. Wir wollen auch Jannah. Sie wollten nur Jannah, wir wollen auch Jannah. Ist okay, kann man machen. Sie wollten nur Jannah, wir wollen auch Jannah. Ich will mein Leben leben, aber auch Jannah. Geht nicht. Also, links oder rechts. Es gibt so Jahannam und Jannah. Es gibt keinen Mittelweg. Du kannst nicht Jahannam leben und Jannah bekommen. Geht nicht. Lebst du Jahannam, gehst du Jahannam. Lebst du Jannah, gehst du Jannah. Wenn du sagst, ey, Abdelhamid, weißt du was? Lass mich leben, 60, 70 Jahre. Ich will mein Leben genießen, Abdelhamid. Dann gebe ich dir den Ratschlag, dann genieß es richtig. Dann hau richtig drauf. Dann lass dir nichts mehr sagen, nichts mehr befehlen, nichts mehr verbieten. Dann mach richtig. Richtig. Aber wenn du ein bisschen Iman hast und sagst, ey, ich weiß, Allah ist über mir. Und ich weiß, er sieht und hört. Dann streng dich an. Dass Allah uns vergibt. Ich bitte Allah, dass er uns vergibt. Amen. Ich bitte Allah, dass er dieses Nachlässige, was immer wieder in unserem Herz kommt, dass er das entfernt aus unserem Herzen. Amen. Dass er uns diese Gardinen von den Augen entfernt, damit er uns realisieren lässt, wo wir überhaupt sind und was wir überhaupt machen und was wir wollen. Die Dunya ist ein Gefängnis für den Gott und ein Paradies für den Kleber. Möge Allah uns das Paradies geben. Amen. Möge Allah unsere Mütter das Paradies geben. Möge Allah unsere Väter das Paradies geben. Möge Allah uns vergeben.